Ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Die letzte Folge hat nicht gerade toll geendet, um es mal so zu sagen. Alle Belebersamen weg, Mission verkackt, nur weil Orbs nicht funktioniert haben und ich so oft verfehlt habe. Saubelastend. Ich hatte auch keinen Save mehr irgendwie, der irgendwie gepasst hätte. Deswegen habe ich es jetzt einfach so gelassen und wir müssen jetzt gucken, was wir machen ohne Belebersamen. Nicht angenehm. Also, nächster Morgen. Hallo? Danke. Warum leckt's gerade so extrem? Das ist ein bisschen arg. Ah ja, und die Gilde haben wir letzte Folge auch offiziell abgeschlossen, nachdem in der vorletzten Folge die Prüfung war. Auf dem weiteren Judentag, ja. Nach dem gestrigen wäre es kein weiterer guter Tag. Der war nicht gut. Ich hab halt auch... Es fuckt mich so ab. Ich hab 2 Plätze im Lager. Hier, nimm das. Ich schwöre, ich hatte echt noch nie das Problem, dass mein Lager voll war. Das ist gerade schon dezent belastend. Einen hat er. Aber Geld habe ich natürlich auch verloren, tollerweise. Aber ich hatte jetzt nicht so viel dabei, sag ich mal. Nur das, was ich im Dungeon gefunden habe, normalerweise. Und wir haben einen ganzen Haufen für einen Abschluss bekommen. 10.000, um genau zu sein. Aber wir wollen 0.000. 700. 45. So. Damit hab ich dann nämlich... Stimmt, was ich auch machen kann, um zumindest ein bisschen Platz zu schaffen. Die Samen, die übrig sind. Also die wirklich einfach normalen Samen können weg. Ja. Stimmt, ich habe vermutlich auch Items verloren. Zinelbeeren habe ich sehr wenige da. Da sollte ich am besten nochmal nehmen. Wenn du mir jetzt sagst, ich habe keine... Echt jetzt? Ich hab welche. Sehr toll. Warte, hatte ich Äpfel dabei? Ja. Ich hab weder genug Zinelbeeren noch genug Belebersamen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht bald zur nächsten Story-Mission. Das wäre belastend. Jetzt mal im Ernst, wenn ich zur nächsten Story-Mission muss, ich wäre so im Eimer. Ich werde die Mission auch, denke ich, erstmal liegen lassen, die ich hier noch habe. Das da. Es waren halt 2 Missionen und dieses Kackversteck hat mich komplett auseinandergenommen. Feuchtklippe, ich will. Hier gibt's gar nichts, wo mehrere sind. Ich guck mal erstmal, wo hier so Keks rumrennen. Im Apfelwald. Also ich hab keinen Bock auf mehrere auf einmal, deswegen nehme ich jetzt den hier.
Damit meine ich, weil es gab noch eins in der Dunsthöhle, wo hier auch was ist. Aber da ist das Problem, das waren mehrere Ganoven auf einmal. Und davon habe ich erstmal die Schnauze voll. So. Apfelwald ist jetzt nicht der schwerste Dungeon. Ich hoffe, mit dem komme ich noch klar. Wenn nein, bin ich hochbelastet. Hier, gebt euch das. Der fünfte Dungeon, den man in der Story freischaltet. Wenn das jetzt zu viel für mich ist, dann hinterfrage ich, warum ich dieses Spiel spiele. Ich merke, die FPS laufen heute richtig. Beginnt toll. Alter, kannst mich mal. Merkst du den Schadensunterschied, Myrapla? Merkst du das? Sieht man das? Ich kann nicht um die Ecke angreifen, aber wen juckt's? Ich mach hier mal Tackle. Tackle müsste so ziemlich alles wegbekommen. Tackle dürfte eigentlich so alles hier töten können. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Stimmt, natürlich verfehlt er. Weil du offensichtlich nicht so schlau bist. Hier, vielleicht hilft das. Ja, die erste Ebene war jetzt sehr spannend. Der Apfelwald war ja auch ein Dungeon, den man in der Story zwingend bereisen musste, der ein bisschen Story-Sinn hatte. Also, ich meine, also ziemlich jeden Dungeon, den ich, eigentlich jeden Dungeon, den ich habe, auf den trifft das zu. Aber zum Beispiel jetzt die Schorfküste, die man auf dem Weg bei der Expedition durchquert hat, sowas zähle ich da jetzt mal nicht. Oder zum Beispiel die Feuchtklippe, wo man den ersten Auftrag hatte. Der Apfelwald sollte man ja perfekten Apfel für Knuddeluff holen. Ja, Gedanken schlecht, Alter. Was ein's Joke. Ich dachte kurz, das Ding könnte vielleicht mehr als einen Schaden machen. So, Ebene 10 und Ebene 11 waren's. Solche Ebenen dürfen ruhig öfter kommen. Sogar der Energieball reicht. Jahre später, es war so klar. Komm. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Treppe einfach oben links ist. So. Alter, FPS sind heute komplett am sahnigen ergibt keinen Sinn. So, ja, Tackle. Noch ein Tackle. Und dann ist das auch erledigt. Korrigiere. Ich brauche noch ein Tackle 69. Nach unten. Ach, hinten war noch was. Diagonal. Ich brauche Geld. Und jetzt Tackle. So, weiter geht's. Das Geld war wichtig. Ich bin YouTube-Partner. An andere Dinge denke ich nicht. Ah, YouTube-Partner-Jokes. Weiter tackeln. Wow, das erste Pokémon, dem ich zutraue, dass es vielleicht ein Tackle überleben.
Ich halt ja schon die Schnauze. Nichts überlebt die stärkste Attacke im Spiel. Tackle. Jetzt mal ernst, die Viecher hier sind so schwach. Die würde ich ja gefühlt mit Platscher besiegen. Und Platscher macht keinen Schaden. Okay, ich glaube, in Mystery Dungeon macht er zumindest auch nicht nichts. Man springt irgendwie über einen Gegner drüber oder sowas in der Art. Nein. Warte. Vorausdenken ist eine gute Idee. Ich bin schlau. Falls jetzt jemand nicht weiß, was ich meine, einfach ein bisschen abwarten, aber ich sag mal, man wird tatsächlich noch Blaugummis brauchen in diesem Spiel. Und das kann einer der nervigsten Teile des Spiels werden, wenn man keine farmen kann. Er sagt, man kann welche da farmen. Bloß, ob man auch welche findet, ist halt nicht gerade sicher. Okay, Sinelbeeren sind immer gut. Hier ist die erste Zielebene, war hier das Ampharos. Sag nicht, der darf nicht die Treppe erreichen. Der darf nicht die Treppe erreichen. Er ist zumindest nicht mehr bei der Treppe. Warte, ich laufe jetzt so lang. Hat Fragezeichen man keinen Energieball mehr? Verfehlt. Warum setzt du nicht ein? Hat der nur irgendwie 4 Felder Range oder? Komm. Das ist das Nervigste, was ich in diesem Spiel bisher getan habe. Zumindest spielt er inzwischen mit. Oh! Ich sag euch, ohne diesen Energieball, ich hätte so weit losgemusst. Aber, das war's. Ampharos, ich hasse dich. Du bist menschlich gesehen abstoßend. Hier soll ich jetzt irgendwen finden. Ich dachte kurz, hier wäre gerade ein... Ja klar, jetzt die Treppe ist logisch, hilft mir nur leider nicht. Ey! Dieser Weg! 8 Stunden Zickzack! Schön schwindelig vor Hunger, ich bin hier gleich fertig. Sobald ich mit dir gesprochen hab. So! Warum konnt's letztes Mal nicht so laufen? Ja, raus hier. Ich habe hier nichts mehr zu tun, also warum sollte ich noch bleiben? Mann, bin ich gut. Ja, ich verstehe schon, warum der kriminell ist. Ich finde so wie der, das sollte verboten sein. Yay, Bodyguard.
Scheiße, bitte sag jetzt nicht, du gibst mir irgendwas, das im Lager deponiert wird. Das war gerade das letzte Item, das reinpasst. Ja, ein bisschen Kohle. Oh nein! Hä? Müsste das Lager nicht voll sein? Ja. Machen wir krass morgen. Ich hoffe, das Spiel gibt mir noch ein, zwei Tage vor der nächsten Story-Mission. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie lange das dauert. Und damit meinte ich gerade nicht den Black Screen. Lol. Saven wir einfach mal ab. Also, das Lager ist voll, sehe ich das richtig? Nein, ich hab noch einen Platz. Ich nehme ein paar Sachen mit, die ich dann einfach loswerde. Hier. Ich habe hier so viele Bänder mehrfach. So viele Äpfel brauche ich auch nicht. Die Gummis will ich noch später, die will ich mir aufheben. Ja, okay, die kann ich auch alle später verwenden, ist die Sache. Mir geht's gerade auch um Sachen, die ich verkaufen kann. So, das verkaufe ich. Und zwar das hier, das hier, das hier. Das hier, 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 das hier. Das da, das da, das da, das da, das. Das, das und das. Das dürfte... Ja, okay, ich habe tatsächlich mit mehr gerechnet. Hast du zufällig Belebersamen? Einen. Ich würde einen meiner Belebersamen lagern. Einen habe ich ja schon dabei. Einfach zum Sichergehen. Und ich würde sagen, ich nehme noch eine Ladung zum Verkaufen mit, damit ich hier mal ein bisschen was weg habe. Fakt ist, ich werde diese TMs nie nutzen. Ich behalte jetzt nur mal, ich würde sagen, Schwerttanz und Donnerwelle, weil ich die irgendwie, obwohl Schockwelle könnte ich nutzen. Andererseits brauche ich das nicht. So. Alter, ich habe ja sau viele Boxen. Ich finde den Fakt. Ich finde, es ist Fakt. Erstens, euch brauche ich nicht. Die Boxen zu verkaufen ist meist lohnenswerter, als sie zu öffnen. Ich habe ja auch schon für meine beiden Pokémon-Items. Zumindest die verkaufe ich jetzt. Kann sein, dass das einige aufregt, aber jetzt mal for real öffnen tue ich die ja eh nie. So, nochmal ein bisschen. 200. Seht ihr?
das, was man da rausbekommt in der Regel. Man bekommt ja fast immer sowas. Bringt 125. Die Box an sich bringt 200. Hä, als ob das mehr bringt als das letzte. So, jetzt noch mal ein bisschen hier meinen Vorrat aufgestockt. Also an Geld. Mein Konto. Kann ich nicht mehr retten, mein Gelaber. Hier. Da ist die Kohle. Über 25.000. Jetzt mal ernst, ich habe jetzt innerhalb von zwei Folgen über 15.000 Gewinn gemacht. Bei dir hatte ich kein Ei gelagert. Das wäre lustig. Okay, offensichtlich nicht. Eins hatte ich doch ziemlich sicher schon. Naja, egal. Ich würde sagen... Oh nein! Nein! Oh, da ist jemand am Eingang des Cafés. Oh nein! Was wohl los ist? Juhu, anscheinend gibt's tolle Neuigkeiten für alle Erkunder. Was denn für wundervolle Neuigkeiten? Jetzt bin ich wirklich neugierig. Ich werde es rausfinden. Wir nicht! Bitte nicht! Warte, ich komm mit. Bitte guck nicht nach! Tut euch das nicht an! Das kommt mir bekannt vor, als ob wir es schon mal erlebt hätten. Ich frag mich, was es wohl dieses Mal ist. Bitte guck nicht, nein! Nein! Ihr merkt vielleicht, dass... Also, es wird jetzt halt die nächste Story-Mission getriggert. Und ich sagte ja, ich bräuchte noch ein, zwei Tage am besten. Wow, ganz schön viel los. Ich hab die Stimme vermisst. Was hast du gesagt? Ich hab kein Wort verstanden. Ich auch nicht. Aber, wo wir gerade beim Thema sind, Himmelsgipfel, schon mal gehört, ne? So heißt ein wirklich hoher Berg im Mittleren Osten. Man sagt, dieser Berg sei so hoch, dass er über den Himmel hinausragt. Aber er ist von unüberwindbaren Gebirgszäunen umringt, sodass niemand ihn erreichen kann. Deswegen wurde er auch noch nicht vollständig erforscht. Lass uns aufsehen und draußen auf einen Lauf! Wenn ich auch hier einmal, dann sind wir bereit, diesen und belegen und so herziehen zu erhöhen! Wir waren ja nicht ehrlich, du hast im Hinblick, wie aber wir haben zu machen! Und du musst einfach sagen, es ist schon gelungen! Hurra! Darüber hinaus, wir haben nicht den Zweifel, wir haben aber eine Idee gehört. Am Fuß des Erdes haben wir den Gleisfeld ins Tor gewonnen. Hurra! Ein verstecktes Dorf, das lässt mich an Ninjas denken. Ja, natürlich ist ja ein Dorf von Ninjas. Nur von den Verschlüssen. Das Gute ist, weil ich mit der Stimme spreche, hat jetzt nicht mal wer akustisch meinen Witz verstanden. Außer ihr seid wirklich sehr gut, denn ich lall nicht komplett irgendwas daher. Ich sag schon den Text.
Und gerade eben habe ich halt meinen Text gesagt. Schämen? Ja, leider war ja auch nicht so viel über sie. Abgesehen davon, dass sie 100 von sie sind. Hem, hem. Danke. Ah ja. Alter, was ist los? Warum stürzt es gerade ab? Die möchte ich sehen. La Ruhe ist aus! Es gibt ein Reporter von Melody. Mit diesem Zufall hat sie am Rand von Leben nur ein Rad mit Schützen Himmelsschiffen entdeckt. Das ist eine riesige Entdeckung. Da wäre noch niemand von mir erschossen. Und er hat ja keine Waffe dabei. Einen Moment. Ja, sorry. Meine Mutter ist reingekommen und hat mich gefragt, was zur Hölle ich gerade mag. Ja, gut. Die behinderte Lache gerade eben heißt übrigens immer, dass ich einen schlechten Witz gemacht habe, der nicht im Text steht. So, machen wir weiter. Da bin ich auch echt wirklich am Ende. Da werde ich auch mehr Nassen für mich. Da bringt ihr dann alle anderen. Yay! Oh Gott, Alter. Das ist das, was gerade am besten für mich an der Situation ist. Ich hab die Synchronisation von Pandir vermisst. Ja, das einzig Sinnvolle hier. Geld! Wir sind alle YouTube-Partner! Hello! Genau, wir sind alle. Pandir hat's erfasst. Und alle sind alle dabei! Ich werde die Million von Raynor zeigen! Du kannst nun nach Schämendorf gelangen. Du weißt nicht, nein, wenn du mich mit einem Weg befeiern willst, wenn ich mich reformiere. Ruhe miteinander, mal auf volle Ordnung und Träume und ein Leben. Ich find's toll. Wie immer einfach, die Hauptcharaktere stehen in der Mitte. Ja. Schön. Und warum jubeln jetzt alle? Ich glaube, die sind eingeschlafen. Ah, doch nicht. Das ist so cool. Hast du das gehört? Ich habe kein Wort verstanden, was er gesagt hat. Aber ich schätze einfach, er hat was von Schätzen und Entdeckung gesagt. Diese Schämen zu treffen klingt wirklich interessant. Also lass uns hingehen. Weil du nicht gesagt hast, du willst nicht hin. Könnte ich rein zufällig in einen anderen Dungeon? Ich könnte das halt echt, das bin ich mir ziemlich sicher, aber wisst ihr was? Ich bin nicht der Mensch. In der nächsten Folge brechen wir zum Schämendorf auf und machen die Story weiter. Wir sehen uns dann wieder. Ciao.